Das waren einfach viel zu viele Einheiten. Junge, Junge, Junge. Das ist auch echt so mein Problem. Das sind ja so Armeen, die würde ich selber so niemals zusammenstellen, ne? Und dann musst du so eine Armee dann steuern und dann hast du so drei Einheiten, vier Einheiten dabei, die du so für den Einsatz so gar nicht vorsehen würdest, ne? Das ist einfach unfassbar Das ist anstrengend richtig dann. Zauberer, aber ich habe trotzdem den Kommandanten verloren, was natürlich ein bisschen näh ist, aber was soll's. Aber der hat noch nicht so viele Level gehabt. Ich glaube, das war Und dank Malagor überhaupt kann die ich. Möglichkeit, warum ich ihn kriegen konnte, weil er noch nicht so viele Level hatte, ne? Jo. Ja, wenn er auf einem Streitwagen gesessen wäre, dann wäre er einfach entkommen. Und mit Malagor als Kommandant bekomme ich sowieso sehr, sehr starke Schamanen nachgeliefert. Ja. Also ich verliere da nicht wirklich viel. Das ist auch die einzige Einheit, die du wirklich verloren hast, der Kommandant. Das ist richtig. Also de facto hat es mir sogar geholfen. Da ihr seht, ich starte jetzt hier schon direkt mit Level 6 wieder auf der Kampagnenkarte. Das ist halt Ja. einfach. Oh, wir nehmen das da. Einen Todesschaman wieder. Drehen, 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 drehen. So. Also gut, jetzt haben wir hier eine ganze Menge hier schon erreicht. Ich glaube, hier wohnt niemand. Ich mache jetzt das Ritual. So. Haben wir nochmal einen ordentlichen Sprung jetzt hier gemacht. Das Einzige, was halt doof ist, dass ich jetzt hier diese Gebäude. Ne, warte mal, die Horde bleibt ja bestehen, wie ich gerade feststelle. Ha! Wieder was gelernt. So. Bei dem hier haben wir jetzt auch den Level up hier noch. Noch mehr Kampftraining. Was kann ich denn rekrutieren eigentlich? Und was macht. Also bei ihm macht ja, glaube ich, eigentlich alles Sinn, was irgendwie Entsetzen verursacht. Alles, was auf Moral geht, auf jeden Fall, ne? Ja, kommt. Jupp. 20 von 20. Und die sind ja auch noch alle voll fit. Ich könnte mir jetzt noch mehr von denen. Die Preisfrage ist, ob sich das. Und auf jeden Fall, die Streitwägen sind einfach zurzeit ihr Geld echt wert. Ich glaube, ich hole mir noch mal so eine Tuskor-Gnagor-Streitwagen-Kombination. Es ist übrigens auch völlig egal, ob es Tuskor-Streitwagen oder Gnagor-Streitwagen sind. Die sind es alle gerade eben so ein bisschen wert. So. So, dann haben wir noch eine Forschung zu machen. Ich nehme das da. Magiebuffen kommt immer gut. Wie viele Level fehlen mir eigentlich hier noch? Ah, XP meine ich. Ein paar. Jetzt muss ich entscheiden, wo ich als nächstes noch hin will. Winde der Magie, mehr Sicht. Ja, dann Jetzt mache haben ich wir jetzt das hier, da rein. witzig ist, jetzt haben wir hier die Vampire Tide sozusagen, ne? Jetzt machen die Vampire hier alles, ne? Das ist übrigens krass, wenn du Beastmen spielst, ne? Du hast im Late Game hast du halt entweder Vermintide, weil die Skaven alles kolonisieren, oder du hast dann eben Vampire Tide, weil die Vampire alles kolonisieren. Warte mal. Ah, ich kann noch mal eine weitere Armee ausheben. Fast vergessen. Mache ich natürlich sofort. Und zwar bin mir überlegen, wo ich das machen will. Ja, komm, ich mache es hier tatsächlich in Karton. Dann nehme ich natürlich auch wieder einen Großschamani. Aggressiv. Affenmeister. Strategisch. Hatten wir da Scharfsinnig. eigentlich irgendeine Regelung nochmal bezüglich Bezüglich legendärer was? Kommandanten?
Wir hatten uns doch, glaube ich, darauf geeinigt, dass wir das zwar holen, aber Also wir dürfen die also konföderieren. Tauroks wollten wir, glaube ich, jetzt irgendwie nicht nehmen oder so, keine Ahnung. Also ich finde es halt Oder wir mit lassen sie einfach diesen, weg. lassen sie einfach weg, ja, das ist ein bisschen, sonst wird es schwierig. Sonst wird es einfach schwierig. Weil dann roffelt man einfach davon und dann macht es auch Ja. keinen Spaß mehr, gegen jemanden zu spielen, der alles hat. Ja. Hi Donnerprinz, guten Abend, herzlich willkommen. Ah, oh, die Frage ist, glaube ich, schon ein bisschen länger älter. Wie gehypt sind wir auf Warhammer 3? Ich sehr. Absolut. Günther, wie sieht es mit dir aus? Klar, aber ich weiß leider auch noch sehr wenig über das Game, ne? Also Ja. hab noch nicht so viel davon mitbekommen, ne? Das ist noch so das Ding. Das ist halt immer das Problem mit Hypes. Würde noch Also, gerne mehr wissen halt, ne? ich bin innerhalb meiner vernünftigen Grenzen gehypt. Nennen wir es mal, ich bin gespannt. Also ich bin nicht mehr zu hypen wie früher. Ich bin zu oft enttäuscht worden von Spielen. Zu Mm, sagen, boah, ich gehe jetzt voll steil oder so. Das wird bei mir nicht mehr passieren. Dafür ist einfach zu oft schon was bei Spielen schiefgegangen, die dann am Ende richtig Rotz waren. Aber ich glaube nicht, dass es schlecht wird. Ganz im Gegenteil, ich glaube schon, dass es gut wird. Ich weiß nur noch nicht, wie. We will see. Auch noch mehr Gors. So, jetzt muss ich mich da hocharbeiten. Im Grunde wäre ein neuer guter Ort hier vielleicht das da. Nee, der Release von Rome 2 war für mich gar keine solche Erfahrung. Eigentlich gar nicht. Ich rede von anderen Spielen. Aber tatsächlich habe ich die verdrängt. Also ich weiß die Namen dieser Spiele nicht einmal mehr, die so schlecht waren. Ich weiß ungefähr bei manchen noch, um was es ging, aber die einzelnen Namen weiß ich nicht mehr. Aber Rome 2 war definitiv keiner davon. Ist eine normale Schlacht, oder? Das ist eine Belagerungsschlacht, ich muss sie spielen. Ja, dann spiele ich die aber auch. Ja, Fallout 76 war zum Beispiel genau Zauberer so ein Ding. Stronghold 3 habe ich tatsächlich nicht gespielt. Da hatte ich Glück, dass ich das gar nicht mehr gespielt habe. Aber Fallout 76 definitiv, ja. Dann, wie gesagt, habe ich zum Geburtstag. Also bei mir, ich habe sowieso immer grundsätzlich Pech, wenn es um Computerspiele geht, die um meinen Geburtstag kommen, die mir dann zum Beispiel meine Frau schenkt. Das sind meistens Spiele, die sind dann, obwohl ich mich ewig darauf gefreut habe, am Ende einfach scheiße. Das war mein Pech. Bis jetzt eigentlich so gut wie immer. Deswegen hat meine Frau auch gesagt, sie schenkt mir keine Computerspiele mehr. Uiuiui. Weil das halt immer doof ist, wenn deine Frau dann halt sieht, dass du dich dann über ihr Geschenk aufregen musst. Du dann Verstehst du, gar was ich keine meine? Freude Das. daran hast, ne? Ja, das Richtig, ist doch, das ja. ist. Das willst du auch nicht haben, ne? Dafür kannst du dann aber nichts, dafür kann sie dann nichts. Das Ja. ist halt einfach, es ist halt einfach scheiße, wenn das dann halt so ist, ne? Also. Ja. So. Okay, also ich wäre bereit und du kannst ja Ich gleich noch dann noch nicht. überlegen. So, Momo fragt, ob es ihr denkt, es ist möglich sein könnte, dass man die Kampagne zu mehr als zwei Spielern spielen Nein, können wird. Ziemlich sicher nicht. Genau, da halte ich schließe ich für mich sehr an. unwahrscheinlich. Aber danke, dass du die Frage weitergegeben hast, auf jeden Fall schon mal. Ja, ich halte es für sehr unwahrscheinlich. Ja, die Frage kommt tatsächlich öfters. Es ist immer nein, es ist zu viel Aufwand und das Spiel ist nicht wirklich darauf ausgelegt. Genau, ich Problem glaube ist, sie nicht. müssten so Ja. viel ändern an Warhammer, also an Total War. Sie müssen die Grundstruktur des Spiels ändern, glaube ich. Wenn du noch einen Moment brauchst für die Aufstellung, dann schenke ich mir noch schnell einen Schluck Kaffee ein.
Ja, mach ruhig, mach ruhig. Ich wäre jetzt zwar in dem Moment fertig gewesen, aber es passt. Kaffee gekleckert hier. Also ich bin ready. Ja. Ja. Nein, nicht so ein Schinkengönner. Ja, du hast ja noch eine Minute. Ich klicke einfach mal. Ja, genau. Absolut legit. Okay. Ui. Da macht's Boom. Na, ja, interessante Taktik. Ich sehe übrigens einen Manticore, ne? Nur Ja, mit dem das ist ja auch gut Schlappe. so. Den sollst du ja auch sehen. Du sollst ja direkt wissen, worauf du dich hier einlässt. Ja, bestimmt. Und super. Ah, das Tschüss. sind Züge da reingeholt. Ja. Ah, ist die Linie schneller durchbrochen, als ich gedacht habe. Ja, der Mörser ist schon ein großer Vorteil hier im Gefecht auf jeden Fall. Haltet noch ein bisschen aus, ihr Lieben. So, wo bist du? Komm her. Da, du machst jetzt bitte das. Also, bitte da einmal aufräumen mit dem ganzen Gelump. Kannst du dich jetzt mal bitte um den Typen da kümmern? Es wäre mir ein Fest. Danke.
Sehr schön. Du machst irgendwas Dummes. Ja, aber es ist der Amylos da. Ja. Schade. Aber ich habe dir immerhin mindestens eine Einheit ausgelöscht. Das kann gut sein. Also auf jeden Fall, ja, die Frage ist jetzt, welche Chaosbruten du da erwischt hast. Ob das die waren, die ich beschworen habe, oder ob das die waren, die ich rekrutiert hatte. Das wird sich noch zeigen. Hey, Brother Ron, schönen guten Abend. Und du hast mir, glaube ich, zwei Einheiten Ungor-Plänkler. Ah, guck mal. Und die, ne, oder Gorherde mit Schild. Irgendwas davon. Zwei Gorherden und vielleicht zwei Ungor-Plänkler, ja. Ja, aber ich weiß, bei dir sind ja eh bloß die Chaosbruten das Entscheidende. Jo. Beziehungsweise, naja, du kriegst halt immer wieder welche, ne? Das ist das Gute da dran. Bleiben die eigentlich? Nee, die verschwinden auch wieder, ne? Nee, die verschwinden nach der Schlacht, natürlich, klar. Ja. Okay. Alles andere hätte mich gewundert. Mhm. Ja, aber also hey, der Mörser war auf jeden Fall ein großer Vorteil. Der hat viele Kills gemacht. Ja, die Ritter aber auch, weil du halt zugelassen hast, dass ich die... Dass du halt im Rücken angreifst, ja. Also, gut, ich meine, ne, das Ding ist halt, ich muss halt schnell in die Stadt rein. Ne? Der Mörser ist einfach ein strategischer Vorteil. Du hast ihn ja auch verteidigt mit den Fernkämpfern und noch mit den Hellebardieren. Und deswegen ging das ja nicht so einfach. Ich muss halt irgendwie da durchkommen, ne? Deswegen, ne, dann halt das ist richtig. Den... Ja, die Bierhandkämpfer haben auch viele Kills gemacht, weil sie halt Anti-Infanterie sind. Genau, ja. Das die sind stark, ja. Ich freue mich darauf, wenn endlich mal das Imperium... Aber wahrscheinlich ist vom Imperium nichts mehr übrig, wenn du mit ihnen fertig bist. Bis das so weit sein könnte. Ich hoffe es, ich hoffe es. Oh, Alter, wenn es irgendetwas auf der Welt gibt, das ich hasse, dann, wenn du Niederreißen und Vorrücken als Option wählst und deine komplette Armee in die entgegengesetzte Richtung läufst, in die du eigentlich laufen musst. Ja, ich es weiß. Es ist also eine Unverschämtheit, eine hohnlose Unverschämtheit. Guck dir das mal an, bitte, jetzt. Ja, wo stehe ich jetzt? Jetzt habe ich Niederreißen und Vorrücken gewählt, auf 7000 Euro verzichtet. Und wo stehe ich jetzt? So, dass ich den Typen nicht angreifen kann. Es ist ja einfach nur traurig, ne? Also, man sollte schon entscheiden können, in welche Richtung man geht, ne? Es ist einfach nur traurig. Okay, pass auf. Die mergen wir mal bitte. Okay. Also, ich bin dafür, dass wir davon einnehmen. Ich bin dafür, dass wir davon wieder zwei nehmen und dass wir davon einnehmen. Und du kriegst ja den Zauber zum Beispiel. Du hast es auch ganz gut gemacht. Wahrscheinlich, vielleicht noch nicht mal absichtlich, aber falls doch, war es auf jeden Fall gut. Ich habe ja, recht starke Anti-Inf-Zauberer mit dem Typen hier. Die gelten aber halt natürlich bei dem jetzt nicht unbedingt, wenn die auf der Mauer stehen. Und dadurch, dass viel auf der Mauer stand. Naja, und du hast den nachher echt auch gut beschäftigt, ne? Dann konnte der nicht mehr so viel machen. Ne? Tox, auf mir geht's gut, ich hoffe dir auch. Ich war heute zum ersten Mal indisch essen, also richtig indisch essen. Es ist eine einfach unfassbar geile Küche. Also ich liebe indisches Essen. Also ich war so, ich war am Anfang ja echt vorsichtig. Also meine Frau wollte, dass wir da hingehen, weil die mag so exotische Küche. Und ich bin halt so ein typischer Bastelbauer, nicht frisst, kennt er nicht. Andersrum, nicht kennt frisst, sondern Typ. Mhm. Aber ich probiere Dinge aus. Wenn man einfach sagt, komm, probier's mal. Also, aber von alleine würde ich es nicht machen. Aber wenn man mich dann so überzeugt, komm, probier's mal aus, dann mache ich's. Und ich esse halt, probiere halt so erstmal einzeln diese kleinen Portionen. Und war sofort, oh, Moment, jetzt bin ich neugierig, nächstes. Und da bin ich sogar wirklich so weit gegangen, da haben sie also auch diese verschiedenen Curry-Scharfs, diese scharfen Currysoßen hingestellt. Und ich habe es tatsächlich geschafft, inklusive Indisch Level 2. Also die haben das so gesagt, es gibt Deutsch 1, 2, 3 an Schärfe, danach beginnt Indisch 1, 2, 3. Und ich halte Indisch 2 aus. Indisch 3 habe ich mir dann nicht genommen, aber Indisch 2 habe ich gesagt, das könnte ich essen tatsächlich. Sehr also, geil. Und das Geile war, es ist nicht einfach nur scharf, sondern das hat 5 Ebenen von
unterschwelligen Geschmäckern, die da noch mitgeschwommen sind bei dieser Schärfe. Also das war nicht nur nach einfach nur scharf geschmeckt, sondern das war würzig in viele Richtungen. Hi Fabian. Das hat mich voll krass. Ja, das finde ich eben auch an der indischen Küche so geil, dass die Sachen sehr aromatisch sind und nicht einfach nur so überwürzt, ne? So, da ist irgendwie von allem irgendwas dran, sondern das passt einfach immer sehr gut zusammen, ne? Richtig. Ja. Ich glaube echt, dass ich hier bei Karak 8 Gipfel auf den Tisch hauen will. Aber so oder so muss ich erstmal dahin. Und. Dann jump ich halt auch nochmal dahin. So, es sind beide hier nebeneinander. Und mit ihm fange ich jetzt erstmal an, hier Truppen zu rekrutieren. Also wegen Mehrspielerkampagne habe ich von CA übrigens noch gar nichts gehört, Friedrich Hecker. Also. Nee, passt auf, Pinsel. Das war kein Siegeskaffee im Voraus. Oh mein Gott. Huhu, da muss man aufpassen hier. Das ist so wie jemandem zu früh zum Geburtstag gratulieren, ne? Das macht man nicht. Das führt zu nix. Zu nix Gutem auf jeden Fall, ne? Ich bin am Überlegen, ob ich das machen soll. Ich glaube, den hier reise ich auch wieder ab. War da nicht? Das stimmt, die verursachen ja Angst bei ihm. Und das macht sie ja so stark. Das macht sie so stark und so nützlich und so brauchbar. Ich fange bei ihm jetzt hier einfach mal mit den ganz, ganz normalen Einheiten an. Kann er da unten noch irgendwas rekrutieren? Wann Warhammer 3 voraussichtlich rauskommt, also soll ja noch dieses Jahr kommen, ne? Meine ich. Irgendwann im Herbst. Ja. Würde ich annehmen. Ich tippe immer noch so auf Oktober. Ich hoffe, das ist kein Omen für das, was ich vorhin gesagt habe. So mit Geburtstagen und so. Bring's nicht da! Bring's nicht an meinem Geburtstag, dann wird's scheiße. Ja, genau. Das weiß ich nicht, Rayanato. Ich habe überhaupt nicht das Gefühl gehabt, dass Koriander drin, weil Koriander, wobei es kommt auf die Menge. Ja, im Indischen. Koriander ist ja so ein bisschen seifig im Geschmack. Ist aber fast ich immer Koriander drin. Gespürt. Gar nichts. Also aber vielleicht kommt es auch darauf an, dass man es richtig abmischt. Ja, wenn ihr an einem indischen Restaurant vorbeilauft und da gibt es übrigens ja auch eine Herausforderung abgeschlossen. Attribut verursacht Angst bei Hinterhalten. Alle Armeen, wie nice ist das denn? Okay. Ja, was ich sagen wollte, also wenn ihr an so einem indischen Restaurant vorbeikommt und der Geruch, den ihr da so hauptsächlich wahrnehmt, das wird in der Regel der Koriander sein, der da im Essen drin ist. Ah, okay. Aber wie gesagt, das kommt halt immer drauf an, wenn du dann zu viel Koriander nimmst, dann wird es wahrscheinlich seifig im Geschmack. Ja. Also da darfst du auch nicht zu viel von nehmen. Da sind ja auch ein Haufen ätherische Öle drin, ne? Das ist ja auch gar nicht so gesund, wenn man immer so viele ätherische Öle im Essen drin hat und so, ne? Die sind halt auch alle pharmakologisch aktiv. Mhm. Also was nicht unbedingt gut ist, hat Günther schon recht. So, das kann jetzt hier alles nicht mehr besiedelt werden. Sauber. Alter, was ist denn jetzt hier gerade? Entscheidender Sieg, Verluste niedrig. Ich glaube nicht, Friedrich Hecker, dass sie es auf 2022 verlegen, weil sonst hätten sie es nicht angekündigt. Das war ja noch in der Corona-Hochzeit. Ich glaube, sie haben das. Ich glaube, es ist vielleicht sogar schon eine Verlegung auf den Herbst gewesen wegen Corona. Ist aber nur eine Das mache ich übrigens automatisch jetzt. Wahrscheinlich werde ich 400 Einheiten verlieren, aber. Ne, 800. Okay. Boah,
Mal, Alter, ey. Ja, aber das reckst du ja in einem Turm wieder hoch. Bitter. Ja, aber trotzdem, überleg mal. Gegen den, also, schau mal, die, da Ja, hat. gegen den Trash, wie die Ja. Armbrustschützen und Bogenschützen das gemacht haben sollen. Da musst du ja stehen bleiben und dich abschießen lassen dafür. Ja, aber echt. Also, Okay, das kenne ich gar nicht, laufende Energie tatsächlich. Aber es macht Sinn, weil die verschiedenen Bestandteile einer Pflanze ja auch komplett unterschiedliche, also Inhaltsstoffe haben können und dementsprechend auch andere Geschmäcker. Das macht absolut Sinn. so, Hochland ist vernichtet. Käse muss Gott, wie ich wusste noch Hochland gar nicht, dass es schmecken, zwei verschiedene Möglichkeiten gibt, Koriander überhaupt als Gewürz zu verwenden, war mir nicht klar. So, ich glaube echt, dass ich Karak-8-Gipfel zu einem neuen Herdenstein mache. Ja, das kommt, das ist so, Trajanato. Also, es gibt da ja auch bei bestimmten Kininen Leute, die diese Bitterstoffe überhaupt nicht abkönnen und andere bestimmte Bitterstoffe überhaupt nicht schmecken. Also, für die einen ist schon das Geringste ein Grund, es auszuspucken, und für die anderen ist es ja, gar nicht da. Haben wir damals in der Uni in Physiologie auch getestet, haben wir also einen Selbstversuch im Labor machen dürfen. Einer der wenigen Momente, wo du im Labor was in den Mund nehmen darfst. Dann kam halt auch zum Beispiel raus, dass ich das gar nicht schmecke. Es sei denn, der Chef vom Labor steht auf die Praktikantin. Oh Gott. Super Witz, ja. Okay, das ist wahrscheinlich, ist das so einer, den hat auch jeder, der im Labor arbeitet, schon mal gehört, ne? Aber ja. Tatsächlich ist da viel zu viel normaler Berufsverkehr. Ja, ich Haha! weiß, Okay, das werden gut. jetzt wieder einige falsch verstehen, als Ja. dass du so etwas dort bringen könntest. Also Ja. diejenigen von euch, die, glaube ich, wissen, wie es im Labor zugeht, wissen, da hast du kein lauschiges Stündchen normalerweise. Also bei uns war es Ja. eine absolute Ausnahme, dass ich halt hin und wieder mal komplett alleine im Labor war, also im gesamten Institut. Aber das ist einfach daran, dass halt das gesamte Institut nach Frankreich abgehauen ist, um ihre komischen Parabelflüge durchzuführen. Verkehr im Beruf völlig normal für einen jemand vom Straßenverkehrsamt, ne, Arator? Also genau, wie schaut's? Wie lange Bin gleich brauchst du fertig, noch? bin gleich fertig. Ich muss Okay, noch gut. hier einmal kurz in meine Forschung hier reingucken. Dann wollte ich Jetzt hier richtig nur Sandel. noch einmal Du willst auch das die nehmen. Laborbänke nicht unbedingt antatschen, egal mit welchem Körperteil. Ein Labor ist so ziemlich einer der Der unerotischsten unromantischsten Orte, Orte ne? Ja, und auch genau. unerotischsten Orte, die man sich vorstellen kann. Es sei denn, du stehst auf so jede Menge Chemikalien und pseudoklinisch reinem Raum, von dem du aber weißt, dass es nicht ist. Also bei uns war es zum Beispiel so, bei uns gab es auch eine Arbeitsgruppe, die hat mit richtig Hardcore-Giften, mit Schlangengiften gearbeitet und da wurde mir halt auch gesagt, dieses Zeug solltest du nicht in die Finger bekommen, du solltest gar nichts berühren, wenn wir hier gerade eben arbeiten oder auch danach, denn das Zeug macht Löcher in deine Membran und dann sterben deine Zellen. Also Genau. auf gut Deutsch gesagt, scheiße nochmal, dir fällt die Hand ab. Ja, eben, weißt, es gibt Orte, da ist, wenn man mit Wasser oder Ähnlichem überschüttet wird, kann man als sexy gelten, im Labor absolut nicht. Und wenn du halt weißt, wie dann es war so ein Kanalenzym, wie dieses Kanalenzym von diesem Schlangengift aufgebaut ist, ja, also du guckst es dir an und denkst dir, Scheiße, ich glaube dir. Dann läufst du halt so rum und wenn du redest halt mit deinem Kollegen, aber du machst nichts. Also hältst dich dann wirklich penibel an die Laborregeln. Penibel. Was nicht immer unbedingt vorkommt. Weil, so dass man auch mal, also man sollte es nicht tun, aber es kommt durchaus vor, dass man kurz mal so ins Labor reinläuft mit einer Kaffeetasse in der Hand und guckt so, ist der da? Aber selbst das machst du dann nicht.
einfach die Sorge hast, es könnte tatsächlich äußerst schlecht sein, heute das zu tun. Ich glaube, ich habe vergessen, Morgor zu bewegen. Kann das sein? Ich glaube ja, ne? So. Also meine Gebiete hier sind echt sehr undankbar, um das mal so auszudrücken. Eins, zwei, drei. Nee, kann. Doch, warte mal, die habe ich doch letzte Runde rekrutiert, ne? Ja, ich habe diese Runde nichts gemacht. Damn, ich habe Morgo vergessen. Naja, okay, gut. Darf der jetzt eine Runde warten? Ja, komm. Kann man durchaus brauchen. Ja, das war schon wieder mein Turn hier. Ich muss halt gerade eben hauptsächlich von A nach B laufen. Das weiß ich nicht mit Rayanato. Ich habe da. Also es waren irgendwelche brasilianischen Schlangen. Also es waren brasilianische Schlangen aus dem Dschungel. Da war eine Kooperation mit einem brasilianischen Forschungsinstitut und die hatten halt nicht die Möglichkeiten. Und wir halt schon, diese Schlangengifte komplett zu analysieren und was sie halt so tun. Und das waren halt so Dinge, die wussten wir halt schon. Gutes Nächte, Toxo. Schön, dass du da warst. Bis zum nächsten Gute Mal. Nacht auch von mir. Nee, Wasser hilft manchmal überhaupt nicht mal. Wasser macht manchmal sogar schlimmer. Manchmal brauchst du bestimmte Lösungsmittel und manchmal auch ganz andere Dinge. Mit Wasser verteilt man halt auch vieles einfach nur besser, Ja, ne? ja. Das ist halt das Problem auch so, ne? Also Wasser kann auch manche Dinge erst aktivieren. Ja. Willst du nicht unbedingt. Weil die dann erst mit ihrer Hydrathülle überhaupt erst interagieren können. Also Hydrathülle heißt, dass das Wasser halt sich quasi um dieses Molekül herum ansammelt und dadurch unter Umständen durch die Wechselwirkungen zwischen dem Wassermolekül und dem Enzym überhaupt erst passierbar macht oder interagierbar mit anderen Dingen. So, ich möchte Also. jetzt eine Schlacht gegen eine angeschlagene Imperiumsarmee spielen, weil ich keinen Bock habe, nochmal 800 Einheiten zu verlieren. Das Dann spiele ich das aber auch. kann ich mir auf Dauer hier auch nicht leisten. Ja, genau, nur hat recht, manche Sachen sind überhaupt nicht wasserlöslich. Also da hilft ja auch Wasser nicht, weil also wenn du eine komplett unpolare Substanz hast und die ist vielleicht auch noch sehr, sehr fein, Guten Abend, Sanchez. die kriegst du dann von der Haut nicht runter. Also, oder auch von der Oberfläche, völlig egal. Die sitzen halt einfach in den Unebenheiten der Oberfläche, völlig egal, ob es Haut oder Dingens ist. Und Wasser löst nur Dinge, die polar sind. Also wo quasi eine Interaktion von positiver und negativer Polarität stattfindet. Und wenn das halt nicht der Fall ist, ja, dann ist es halt nicht so. Na geilo. Halt, warte mal. Okay, ich bin ready. Ich noch nicht. Okay. Jetzt bin ich ready. Cool.
Andiamos pistoleros. Okidoki. Ups. Habe ich mir irgendwie ein bisschen stärker vorgestellt. War es nur so ein feuchter Furz, ne? Ja, ja, genau das hast du sehr gut ausgedrückt. Ja. So sah es nämlich auch aus. So, jetzt essen wir einmal diese Ritter da drüben bitte auf. Mal hier drauf. Danke an Prof of Doom für den Raid. Herzlich willkommen. Dankeschön. Ach, du hast wieder so ein Zygor. Ja, ich kann die halt beschwören, ne? Ein Zygoiner hast du da, ne? Der ist zugelaufen. Ne, komm zurück, mach den Skill hier noch nicht. So, nimm die mal hier rüber. Du bist da. Und du bist da. Ich bin da, du bist da, alle sind wir da. Ist denn auch der Saigur da? Ja, ja, ja. So. Habe ich noch irgendwas vergessen? Nee, ne? Okay, cool. Ja, alle hier hin. Thank you.
Blums. 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 Und komm mit. So. Komm, Morgo, komm mal mit rein hier. Nee, mach hier, komm. Schneidet sie in Stücke. Zerhackt sie. Jetzt ist eh vorbei. Das ist ziemlich vorbei, aber... Ich hab wenigstens versucht, so ein paar von deinen Knargors hier zu sagen. Ja, genau, die hast du noch mit den Sperrkämpfern ganz gut erwischt. Ja, mit den Musketenschützen aber auch. Ja, die haben da reingehalten, ne? Ja, da treffen die auch dann ganz gut, ne? Im Imperium fehlen dann einfach noch so ein paar ganz grundlegende Einheiten. Ja. Guten Tag, Zauberer, schön, dass du da warst. Da fehlen dann noch ein paar ganz grundlegende Units. Aber es ist auf jeden Fall besser, als hier nochmal 800 Mann zu verlieren. Das vorhin hat mich halt echt so ein bisschen abgeschreckt, ne? Das kann ja nicht sein, dass du gegen sowas die halbe Armee verlierst, ne? Ja, naja, Accepto, grüß dich. Also ich habe mich dran gewöhnt, es ist halt auch sehr schwer so. Damnatio ad Bestias, stimmt. Sehr schöner Begriff auf jeden Fall, Trajanator. Das könnte ich, könnte man, so könnte man auch diesen Stream dann nennen, ne? Finde es übrigens ganz unterhaltsam. Ich habe diesen Stream ja heute falsch angekündigt, ne? Ich habe ja angekündigt, wir spielen Shogun 2 und dann ist es dann, also das war übrigens verpeilt, ne? Das habe ich dann bei Merp im Stream gesagt. Merp und ich hatten das so ausgemacht, aber ich habe das irgendwie vercheckt. Ich hatte das irgendwie nicht mehr auf dem Schirm und jetzt lief es dann halt darauf hinaus, dass ich da die Ankündigung nicht mehr großartig geändert habe. Ich hoffe, es ist trotzdem keiner enttäuscht, dass wir jetzt nur Warhammer 2 spielen, aber das Shogun 2 Projekt wird ja auch weiter fortgesetzt, ne? Morgen spielen wir EU4, ne? Oder? Oder machst du morgen Pause? Nee, ich hab dir ja gesagt, ich mach morgen Warhammer 40.000 Battle Sektor. Ah. Darf ich schon zeigen. Kommt am 22. raus. Mhm. Da muss ich halt einfach gucken, dass ich das auch unterbringe. Das ist korrekt. Komm, lauf hier hin. Versteck dich hier. So, nimm noch mehr Bunny auf die Chaosbrut. Oh Mist, das habe ich vergessen, ne? Ne, das müssen wir dann danach machen, okay. Und du holst dir hier, ja, mehr magische Reserven ist immer gut, ne? Das hier passt soweit eigentlich alles. Die Frage ist, wollen wir die Horde hier noch besser machen? Ich glaube schon, ne? Das hier ist eigentlich auch ganz cool. Ist halt nicht ganz billig. Das ist auch ein geiler Skill. Wann hast denn du den hier? Aber da brauche ich 7 Punkte Wachstum für, ne? Das dauert noch ein bisschen, bis wir das haben. Kirito Gamer, danke für dein Follow. Müssen wir gleich mal gucken. Ich will auch irgendwann noch so einen Sturmbullen halt hier in der Armee auch drin haben. Climax nochmal. Lass mal kurz gucken. Oder rekrutieren wir den hier? Aber hier kann ich den noch nicht rekrutieren, ne? Ich muss ja hier die Dinger überhaupt mal aufwerten, ne? Du brauchst hier noch mehr Wachstum. Du brauchst hier auch noch ein bisschen mehr Wachstum. Das hast du dann in 2 Runden. Ja, gehen wir dann hier drauf weiter und verbessern wir hier noch die Inf oder versuchen wir noch, oder warten wir einfach noch ein bisschen und holen uns dann das Ding hier. Centigor oder Knagor, was nehmen wir? Ich weiß nicht. Sollen wir das Ding machen? Ich finde es halt echt gut, dass man jetzt den Eindruck gewinnt, und ich hoffe, die werden das auch weiter verfolgen, dass du nicht mehr so wirklich bestraft wirst oder weniger bestraft wirst durch Events. Ja, das ist so wichtig, ne? Das finde ich auch total wichtig, dass die das ändern. Das die Motivation hat, des Spielers ja, einfach auch so viel ja, besser. Ja. Das hat das Spiel vorher so kaputt gemacht teilweise, ne? Du versuchst zu expandieren, was bekommst du? Events, die dir Mali bringen und sowas, ne? Also das fand ich einfach so unangebracht irgendwie, größtenteils, ne? Richtig.
Und vor allem halt in manchen Situationen. Also, ich erinnere mich an diesen, nennen wir es mal legendären, und ich glaube, es war sogar legendär, diesen legendären Mastermundi-Livestream, den ich gemacht habe, bevor ich den Exodus auf YouTube angefangen habe. Das war, glaube ich, so ein Monat davor, wo wirklich alles, also da ist alles schief gegangen. Also, es war am Ende nur noch eine Lachnummer für mich und für alle Zuschauer, weil er das Spiel wirklich alles gemacht hat, um mich zu töten. Also, so angefangen mit Skavenkrankheit, hat sich auf alles ausgebreitet, was mir gehört hat, wirklich alles. Chaosbar, dadurch war ich nicht mehr dazu in der Lage, die Chaosbarbaren abzuwehren. Dann gab es natürlich noch negatives Wachstum obendrauf und all diese anderen Negativ-Events, die du kriegen kannst. So, dann wurde Ja. so, also das Spiel hat alles auf mich draufgehauen, sodass nach wenigen Turns, so nach, glaube ich, 40, 50 Turns, Game Over war. Ja, na, ist so bitter, ne? Weil du einfach nichts dagegen tun konntest. Nichts. Du kannst nichts mehr tun, wenn du so eine Skavenkrankheit hast und angegriffen wirst. Da geht nichts. Es gibt ja übrigens auch bei den, es gibt ja auch bei den Tiermenschen diese Tiermenschenseuche, ne? Die ist tatsächlich recht stark, wie ich fand. Hast du die mal Das eingesetzt ist gegen Gegner? richtig, aber die kriegst du nur innerhalb des Ja, ja, Blutgrundes. ja, ja. Und das finde ich auch okay, weil es halt dann räumlich halt auch definiert ist. Also du weißt, es ist ein Blutgrund und du kannst herauskriegen, was ist da für ein Gebäude drin. Also dass da dann halt zum Beispiel halt diese Winde der Erkrankung drin sind und dann weißt du, auf was du dich einlässt. Das Problem ist halt, wenn halt diese Seuche sich halt unkontrolliert überall hin ausbreitet, ne? Das mag zwar eine realistische Darstellung sein, ist aber dann so mittelgeil, wenn es dich als Spieler halt trifft. Tja, wie machen wir es? Plünderstellung und dann hier durch. Naja, man kann ja argumentieren, nur sagen, dass es eine magische Seuche ist. Dann sollen sie sie halt stärker machen, aber lokal halt eingeschränkt. Oder die als Spieler halt wirklich Maßnahmen erlauben. Bei den Skaven Also, dass du halt jetzt. einfach Entscheidungen treffen kannst, wie du gegen sie vorgehst. Also, wie es in EU4 halt auch möglich ist, ne? Also einfach zu verhindern, dass ja nicht deine gesamte Scheißarmee halt daran verreckt. Nur weil sie halt versehentlich in dem Moment, wo die Seuche ausgeteilt worden ist, in der Stadt war. Und sofort instant sich die Seuche fängt und dann halt tot ist. Also so eine Quarantäneentscheidung treffen kannst. Und die darf auch gerne negative Konsequenzen haben, aber halt immer noch so, dass du irgendwo noch eine Handlungsfähigkeit bewahrst. Weil nichts ist schlimmer, als ob das, also im Vergleich dazu, wenn der Spieler nicht mehr handlungsfähig ist, ne? Einfach durch Events. Handlungsunfähigkeit ist schrecklich. Und bietet eigentlich nur Frust auch tatsächlich. So. Ich weise noch mal ganz kurz darauf hin, wenn ihr Merps und meinen Stream parallel sehen wollt, dann gebt doch Ausrufezeichen Multi ein. Dann landet ihr auf der entsprechenden Website, wo ihr mit einem einfachen Mausklick einfach unsere Streams synchronisieren könnt. Und dann könnt ihr uns beide unterstützen. Wir wollen uns ja gegenseitig nicht die Zuschauer wegnehmen, sondern uns auch gegenseitig unterstützen. Denn auch wenn wir hier Against spielen, so privat verstehen wir uns ja beide eigentlich sehr gut, ne? Exakt. Das würde ich gerne kämpfen. Ui. Karak 8 Gipfel. Yep.